Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir nehmen uns jetzt das Headset vor von, wo stehen sie denn? Havit, da. Und zwar Bluetooth Headset HV-H911BT. So, weil es gerade mal, ich habe hier schön alles dicht gemacht, ist gerade mal nicht so heiß. Da habe ich gedacht, schnell mal die Gelegenheit nutzen. Ich muss mal gucken, wie das hier überhaupt aufgeht. Ach, nach unten. Okay. Okay. Steht auch nicht viel drauf. Also, ja. Also von daher. Dann haben wir hier so eine kleine Plastikverpackung. Hier steht so ja nochmal Dankeschön drauf. Thanks. Finde ich sehr nett. Ich mag so eine kleine Gimmicks. Oh. So, mal raus. Haben wir immer das. Haben wir immer das Headset. Haben wir hier noch was. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Das kriegen wir hier auch irgendwie raus. Und zwar hier. Das war eigentlich inner. Nee, war doch nicht in der Tüte, dachte ich. Habe ich mich verguckt. Okay. So, und dann haben wir praktisch das Headset. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Mal gucken, ob das auch alles so funktioniert. Ich bin mal gespannt. Oh, ist schon an. So, aus. Wir gucken uns das gleich im Hardware-Video an, dann haben wir halt noch einmal ein USB-Kabel zum Laden des Ganzen und einmal haben wir hier so ein Klinkekabel, wartet, ich zeige euch das mal kurz, ich muss das hier noch rausholen, so. Da haben wir einmal in, sind, nee, ist beides, beides, ich dachte es ist ein Dreier, aber sind beides ein Zweier, normales Stereo, haben zwei schwarze Ringe. Ja, und dann haben wir hier in Owner's Manual, also auf Deutsch, eine Bedienungsanleitung. In Englisch. In Englisch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das verbinden können. So, jetzt muss hier auch irgendwo stehen. Das gucken wir uns gleich im Hardware-Video an. Sonst wird das Unboxing hier zu lange. So, dann haben wir nochmal hier so ein Not Happy, Happy. Not happy, ach da steht denn, da kann man da den Support anschreiben und happy stehen Facebook und solche Daten und nochmal eine E-Mail-Adresse und so da. Also happy und not happy. Ja. So, und das soll es jetzt soweit aber auch gewesen sein. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Also ihr bekommt praktisch, ich gehe das nochmal mit euch durch, ihr bekommt das Headset, ihr bekommt ein USB-Ladekabel. Und ihr bekommt ein Anschlusskabel, dass ihr das auch ganz normal per Kabel anschließen könnt. Ihr bekommt ein User Manual dazu und nochmal eine begleitete Karte. So, das war's jetzt aber auch. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.